muss sagen, von den ganzen Linkin Park Songs, die wir gehört haben, ist Points of Authority mit Emily Armstrong wirklich ganz oben bei mir. Der hat so viel Power, der Song. Es ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Die Fans geben dem Song so unfassbar viel Kraft und Emily gibt's zurück. Das ist so eine krasse Symbiose und das passt einfach so krass zusammen. Holy fuck. Das ist ja unglaublich. Was ist das denn eigentlich? What the fuck? Die singt da clean rein. Rocky, was ist los? Komm her. Komm her, wir gucken jetzt hier Points of Authority. Den magst du doch, den Song, oder? Ja. Ich glaube, sie ist nicht so begeistert, aber darum geht's ja nicht. Ey, das ist so krass. Ich liebe diesen, ja, leg dich hier hin. Ich liebe diesen Rap-Part. Für mich, ich hab's ja schon mal gesagt bei einer Reaction. Dieses Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame. Put your name to shame, come and rock your face. You can't run the race, the pace is too fast, you just want last. Das ist der krasseste Rap-Part überhaupt von Mike. Ich liebe den. Ich finde das gut, dass das so oft vorkommt. Die Katze belegt hier die Tastatur. Ja, müssen wir das... Was denn? Was ist los? Was ist los? Hm? Ja.
Okay, wir haben hier einen Störenfried. Hört ihr diesen Voice Crack? Das ist krass. Das hier. Alter, das klingt gut. What the fuck? Atmen von Mike. Ich weiß nicht wieso, aber ich fahr da total drauf ab. Das fühlt sich einfach so gut an. Ich kann das schwer beschreiben, aber dieses Atmen und dieser Takt, die Instrumente, das gibt mir einfach so ein richtig krass gutes Gefühl. Also eine Attitude hat die. Dieser Kick ist auch cool. Diese Drums da am Ende von Colin, achtet mal drauf, der spielt es so cool. Ich liebe ihn als Drummer. Holy fuck. Ey, das ist richtig geil. Das ist nochmal viel geiler als das vom Livestream.